Hallo und herzlich willkommen. Also ihr könnt euch auch gerne live zuschalten, wenn ihr selber Fragen habt oder was sehen wollt, eine Korrektur haben wollt. Ich bin Mario Pestel, 46 Jahre Junge, mache seit meinem 8. Lebensjahr Kampfkunst. Das heißt mittlerweile, also 1984, sind mittlerweile 37 Jahre. Taichön, innere Kampfkünste, chinesische Kampfkünste allgemein mache ich seit 1996. Und ich möchte euch heute hier eine Einführung in die inneren chinesischen Kampfkünste geben. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die selbstverständlich stellen. Mit Kamera ist mir manchmal noch ein bisschen lieber als mit Chat, weil dann muss ich nach vorne an den Rechner gehen, sondern dann höre ich euch gleich akustisch. Und es macht natürlich auch was ganz anderes, weil vielleicht können wir besser arbeiten und interaktiver durchaus arbeiten. Okay, ich möchte euch heute die innere Kampfkunst Tai Chi vorstellen. Innere Kampfkünste, äußere Kampfkünste, was bedeutet das? Äußere Stile, grob vereinfacht gesagt, quasi so Sachen wie Karate, Shaolin, Kung Fu, solche Sachen, wenn ich gleich relativ schnell vorwärts gehe. Innere Stile, da lerne ich meinen Körper zu lösen, Kraftfluss aufzubauen, innere Kraft aufzubauen, die Kraft der Organe zu nutzen und sehr, sehr viel Qigong, Energiearbeit mit dabei. Das kann man auf äußeren Stilen sicherlich auch erreichen, aber die inneren Stile haben sich von Anfang an zum Ziel gemacht, genau da bereits anzusetzen. Und deswegen haben die natürlich auch einen sehr, sehr großen Nutzen auch für die Gesundheit natürlich. Ne? Und wir haben wichtige Prinzipien bei den inneren Stilen. Zunächst einmal zur Bedeutung von Tai Chi. Tai Chi ist das höchste Ji quasi, das ist der oberste Dachbalken eines Hauses, bedeutet die Balance von Yin und Yang sozusagen. Ist eine sehr umfassende, ganzheitliche Kampfkunst, was auch ein sehr breites Bewegungsspektrum hat. Dann gibt es noch als weitere Vertreter der inneren Kampfkünste Xing Yi Quan, sehr minimalistisch, nur auch in der Zentrallinie, wenn ich kann. Bagua Zhang, dabei drehe ich mich sehr, sehr stark ein. Ist hochgradig spirituell, sehr komplex, aber auch für den Kampf auch gegen mehrere Gegner auch ausgerichtet. Das unterrichte ich auch, aber heute konzentrieren wir uns auf Tai Chi Quan. Wir fangen an mit Prinzipien. Ihr könnt die Übung gerne mitmachen. Macht es, fühlt es, spürt es. Umso größer wird das Erlebnis für euch sein und auch der Erkenntnisgewinn. Denn man muss die Sachen fühlen. Ne? Wenn man das hört, ist hier wie im Kopf, da rein, da raus. Besser ist, die Sachen zu fühlen. Dann könnt ihr die gleich umsetzen, praktizieren und probieren, wie ihr die Sachen für euch nutzen könnt. Fangen wir erstmal an mit Grundprinzipien allgemein, die universell gelten, aber auch im Tai Chi Quan natürlich auch sehr, sehr intensiv, explizit auch geübt werden. Rein von der Körpermechanik schon her. Öffnen und schließen. Was bedeutet das? Yin und Yang. Wie einatmen, ausatmen. Wenn ich hier öffne, auch hier, Hüfte, Knie, Schulter, alles, muss ich wieder schließen. Wenn ich vorne öffne, schließe ich hinten. Schließe ich vorne, öffne ich hinten quasi. Und daraus entsteht meine Bewegung. Das bedeutet, dass ich aus diesem Prinzip und vielen weiteren körpermechanischen Prinzipien meine Bewegung generiere. Und der Antrieb, der innere Antrieb ist wiederum das Qi, die Lebensenergie. Das heißt, mein Arm, mein Bein bewegt sich nicht separat, sondern es bewegt sich als eine Einheit. Das heißt, der Körper hier führt diese Bewegung quasi aus der inneren Mitte. Zunächst einmal aus diesem Prinzip, später aus dem Dantian, dem Qi-Rai, dem Meer des Qi, dem unteren Feld und dann aus den Füßen heraus. Okay? Also, wir können es mal so ein bisschen üben. Das heißt, von hier öffnen, schließen und loslassen. Okay? Nochmal. Nacken strecken, Wirbelsäule aufmachen, Hüfte öffnen, schließen, lockern wieder. Okay? Und nochmal. Okay. Jetzt kommen wir zum Thema Federkraft. Also so ein Antrieb auch der Bewegung. Das bedeutet quasi, wenn ich hier meine Muskeln aufziehe zum Beispiel, dann spanne ich sie und wenn ich sie loslasse, wollen sie automatisch, tack, wieder zurück. Ne? Wenn ich mich eindrehe in irgendeine Richtung und ich lasse locker, pendelt mein Körper wieder zurück. Das heißt, der Muskel ist gestreckt und will automatisch wieder zurück in die Bewegung. Das heißt, ich kann sozusagen mit den natürlichen Spannungen, die ich durch alle Bewegungen mache, ich ziehe meinen Körper ständig auf und dadurch entsteht die Bewegung und was dann wiederum auch nach großer Leichtigkeit aussieht. Was voraussetzt meine Körpermechanik schon dabei. Das heißt, allein dieses Prinzip von Öffnen und Schließen, werden wir mal jetzt hier anhand dieser Bewegung machen. Okay? Von hier öffnen. Und wenn wir jetzt hier loslassen, fallen wir wieder zusammen. Wir können es langsam machen, indem wir es abbremsen. Von hier entspannen,
Loslassen, okay? Das heißt, die Bewegung des Schließens entsteht nur durch das Loslassen der bisherigen Spannung, okay? Wir können es hier klein machen, öffnen und schließen oder auch groß. Öffnen, loslassen, schließen. Gar nicht so einfach, das Loslassen für die meisten Menschen. Öffnen und schließen. Okay, jetzt mit einer Seite. Wenn ich hier aufmache, hier öffnen, tack, schließen, loslassen. Öffnen, Nacken strecken. Ne? Wenn ich hier den Kopf nach vorne mache, blockiere ich meinen Schultergürtel und schließen. Öffnen, schließen. Okay. Öffnen, schließen. Und andere Seite. Öffnen, loslassen, schließen. Öffnen und schließen. Öffnen, schließen. Öffnen und schließen. Okay? Wenn ihr, wie gesagt, dazu Fragen habt, könnt ihr mir die natürlich auch gerne stellen. Okay? Jetzt gehen wir über den Rücken. Das gleiche Prinzip andersrum. Ne? Wenn ich meinen Rücken öffne, dann muss ich vorne schließen. Okay? Das heißt, wir ziehen nach vorne zusammen. Rücken aufgespannt, ne? Das ist quasi wie so eine Feder, Federkraft. Ne? Und dann locker lassen wieder. Das heißt, alles pendelt wieder zurück. Viele Verspannungen entstehen nur dadurch, indem wir einfach zu viel festhalten. Wenn wir die Federn nicht loslassen. Lösen. Tag und Hüfte nach vorne. Ha, locker, okay? Das Arme nach vorne. Nach vorne. Hüfte nach vorne. Schulter und Hüfte gehören zusammen. Hier, Tag. Wieder zurück. Okay? Rein. Raus. Rein. Loslassen. Okay? Eine Seite. Rein. Schulterblatt öffnet sich, ne? Und schöne Dehnung. Wenn ich locker lasse, knall ich wieder nach hinten zurück. Okay? Vorausgesetzt, meine Achse stimmt. Hier, Hüfte nach vorne, Schulter, Hüfte gehört zusammen. Hier. Nochmal. Rein. Loslassen. Rein. Rücken aufladen. Loslassen. Andere Seite. Rücken öffnen. Loslassen. Rücken öffnen. Loslassen. Und nochmal. Okay. Das kann man natürlich auch schneller machen, indem ich hier auch nach hier dann weitergehe sozusagen. Das heißt, von hier, ich lasse blitzartig los, gebe noch ein bisschen Energie hinzu und so entsteht diese sogenannte Falli, diese schnellen Bewegung. Ne? Wir kennen ja Tai Chi Chuan, die meisten kennen Tai Chi Chuan nur aus diesen langsamen, weichen Bewegungen, die älteren Herren und Damen im Park in China machen, ne? Aber de facto sind diese langsamen Bewegungen dafür da, um zu lösen und Blockaden zu erkennen, um kraftlos aufzubauen, innere Kraft aufzubauen und um dann später dann natürlich auch wirklich das Fali, diese Energie auch aufzulassen, was natürlich bedeutet, dass der Körper geöffnet sein muss und damit beschäftigen wir uns. Okay? Genau. Gehen wir weiter in diesem Thema. Wir haben drei innere und drei äußere Harmonien. Drei innere Harmonien sind ganz grob vereinfacht, also leicht verständlich ist übersetzt, ist quasi, dass das Herz den Fokus, die Intention, nicht den Geist, ne, sondern den Fokus lenkt. Der Fokus lenkt das Qi, die Energie, und das Qi lenkt die äußere Kraft. Mit anderen Worten, wenn man etwas möchte, macht man sich Gedanken, lenkt seine Energie darauf und kommt in die Handlung sozusagen. Das heißt, wichtig ist immer hier, anzusetzen. Deswegen ist Motivation auch ein wichtiges Thema, wobei noch wichtiger als Motivation ist ja der Antrieb. Ne? Man kann niemanden begrenzt motivieren, aber wenn jemand letzten Endes einen bestimmten Antrieb hat, wird er in erster Linie dem folgen. Das heißt, man muss einen Antrieb haben. Und wenn man einen Antrieb hat, dann findet man Mittel und Wege in der Regel. Und wenn man das immer wieder blockiert, das heißt, seinem Antrieb quasi nicht folgen kann, ist man nicht glücklich. Und dementsprechend ist natürlich wichtig, bei uns selbst anzusetzen, unser Herz zu beruhigen, unsere Emotionen zu beruhigen, wirklich. Und beruhigen heißt nicht unterdeckeln, sondern heißt wirklich, dass wir das Überflüssige loslassen
um dann wirklich das zu machen, was wir machen wollen und dann wirklich auch mit einem klaren Herzen, mit klaren Emotionen, mit einem sauberen Geist, mit einer sauberen Energie, äußerlich sauber mit der Kraft zu arbeiten. Das heißt, bevor man anfängt zu üben, immer erst geistig da sein, emotional da sein, dann loslegen. Der Fokus entsteht aus dem Antrieb, aus der Achtsamkeit, aus meiner emotionalen, gefühlsmäßigen Grundstruktur heraus. Drei äußere Harmonien. Schulter und Hüfte gehören zusammen. Ellbogen und Knie, Hand und Fuß. Das bezieht sich sowohl auf die gleiche als auch auf die gegenüberliegende Seite. Das bedeutet zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, hier, ich nehme jetzt hier mal ein Buch, hier, Akupunkturbuch zufällig, wenn ich das jetzt zum Beispiel nehme und ich möchte es hochheben, könnt ihr mal selbst ausprobieren. Ne? Hier, Schulter und Hüfte, Ellbogen und Knie, Hand und Fuß. Hier habe ich eine gute Balance, meine Hüfte ist nach vorne gekippt, die zeigt nicht nach hinten. Ne? Was schlecht ist für die Knie, für den Rücken, für den Nacken, für alles eigentlich überhaupt. Ne? Das heißt, ich klappe mein Becken nach vorne, mein Rücken ist gerade, die Achse ist sauber, ich sitze sauber, habe eine stabile Struktur hier. Ich könnte hier auch locker bequem weiterlaufen. Wenn ich in dieser Struktur zum Beispiel hier, merke ich selber, es ist schon ein bisschen schwieriger. Ich kann es irgendwie versuchen zu kompensieren, hier ein Gegengewicht schaffen, aber es ist nicht so optimal. Genauso wenig, wenn ich hier bin. Ne? Das könnt ihr mal versuchen. Während wenn ihr hier Ellbogen und Knie zusammen habt, Schulter, Hüfte, ne? Deswegen Hüfte, nicht so, auch nicht so, ne? Hand und Fuß, habt ihr eine Verbindung. Die Füße geben die Kraftrichtung vor. Möchte ich zum Beispiel hier in die Richtung gehen, drehe ich den Fuß und dann habe ich wieder hier eine stabile Verbindung. Ich glaube, das kennen viele Leute, die Krafttraining machen. Die haben damit durchaus auch schon die Erfahrung, vor allem im Kugelhantelbereich. Bei Hinweis, Kugelhantel nie ohne Anleitung. Ja, Kugelhantel ist genial, aber niemals ohne Anleitung. Ja, ist gefährlich, wenn man es falsch macht. Okay, das heißt von hier, Schulter und Hüfte, Ellbogen und Knie, Hand und Fuß in einer Verbindung. Okay. Probiert es aus, testet euch aus, auch wenn ihr was, auch wenn ihr was wegschiebt zum Beispiel, ne, guckt, in welche Richtung zeigt euer Fuß nach hinten, könnt ihr schwerlich mit dieser Hand schieben. Das heißt, dreht euren Fuß nach vorne, 45 Grad, Ellbogen und Knie, Hand und Fuß, ne, Schulter, Hüfte, dann könnt ihr auch sauber arbeiten. Wenn es Fragen gibt, wie gesagt, stellt es mir ruhig. Ich gucke mal kurz, ob im Chat hier unten Fragen sind. Nein, 14 Teilnehmer, also eigentlich, genau, eigentlich 12 plus meine beiden Accounts hier. Und genau, dann machen wir hier mal weiter. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die jederzeit stellen. Angenehmer ist mir, wenn es akustisch ist, beziehungsweise über Kamera, weil dann höre ich euch natürlich und kann auch interaktiv direkt von der Position, in der ich mich gerade befinde, arbeiten. Okay. Diese Prinzipien werden wir jetzt weiter erweitern und anschließend werden wir noch einen weiteren Aspekt mit hinzufügen. Okay? Ich fasse noch einmal zusammen. Wir haben öffnen und schließen, wie Yin und Yang. Ne? Einatmen, ausatmen, rein, raus. In beide Richtungen. Daraus entsteht ein Teil der Federkraft aus meiner Bewegung heraus. Ne? Und dann haben wir die drei Innenharmonien. Herz, Fokus, Energie, das ist Qi quasi und die äußere Kraft. Und die drei äußeren, Schulter und Hüfte gehören zusammen, Ellbogen und Knie, Hand und Fuß. Das üben wir jetzt anhand von einer Bewegung. Mit einer Hand, mit beiden Händen heißt diese Bewegung Wolkenhände, Yunshou. Mit einer Hand heißt, hat diese Bewegung den klangvollen Namen einhändiges Spulen in der üblichen Richtung. Tolles Beamtenchinesisch. Das heißt hier, Ellbogen und Knie gehören zusammen, Schulter, Hüfte, Hand, Fuß. Jetzt drehe ich mich hier ein, ich leite hier quasi das weiter. Habe 70% meines Gewichtes jetzt auf dem gegenüberliegenden Bein. Ne? Das heißt, ich habe hier eine stärkere Verbindung. Hier habe ich den Druck von dem hinteren Bein sozusagen, aus dem Ellbogen, aus dem Fuß und aus der Hüfte. Und jetzt drücke ich von dem Bein quasi hier mich wieder rüber, hier Ellbogen und Knie. Konzentriere ich darauf, das ist vielleicht am einfachsten. Und dann sinke ich wieder hier ein. Okay? Das heißt, ich mache einen Kreis von innen nach außen, leite hier diese Bewegung weiter, gehe hier rüber und sinke. Okay? Ein. Hier schließen, zack. Ne? Schließen, hoch. Vorne bin ich geschlossen, hinten geöffnet der Rücken. Wenn ich hier mich aufs Loslassen konzentriere, geht der Arm fast von allein nach außen. Jetzt sinke ich hier ein. Hier. Ich bin hier relativ gespannt. Ne?
Wovon hier fällt mir dieses Loslassen quasi leichter. Warum? Weil die Muskeln, die Sehnen, die Bänder gespannt sind. Jetzt hier, Ellbogen und Knie gehört zusammen. Hier rüber, von innen nach außen. Und hinsetzen, zack. Noch einmal, hier rüber. Hoch. Schulter, Ellbogen. Hand. Und die andere Hand. Von hier, rein, hier. Ellbogen und Knie gehört hier zusammen, bildet aber auch hier eine Verbindung. Ich bin geschlossen. Jetzt hier, mein Rücken ist gedehnt, ist aufgespannt. Ne? Dann gehe ich hier wieder rüber. Ellbogen und Knie hier, diese Linie, ne? Verbindung, sonst nicht gut fürs Kniegelenk. Hinsetzen, loslassen und dann spanne ich wieder den Rücken auf. Und lasse hier los. Kopf gerade, damit die Federkraft wirken kann. Jetzt bin ich hier geöffnet. Jetzt kann ich hier wieder einsinken. Es zieht sich wieder zusammen. Öffnen und loslassen. Schließen. Nochmal. Öffnen. Ah, eine Frage kommt. Ich beantworte gleich. Loslassen und schließen. Okay. Gut, dann gucken wir mal, was für eine Frage reingekommen ist. Wie ist die Atmung in der Bewegung? Ja, man kann verschiedene Weise atmen. Wir haben zum einen in unserem Kampfpilz den kleinen Energiekreislauf mit einer umgekehrten Bauchatmung. Generell für den Anfang, je nachdem, welchen Aspekt ich trainieren möchte, also die Übungen sind sehr vielschichtig, ist üblicherweise, sagt man generell so, von hier ausatmen, loslassen. Ne? Und von hier in den Rücken reinatmen, ausatmen. Okay? Man kann es natürlich aber auch andersrum machen, weil es sind immer zwei Bewegungsrichtungen letzten Endes. Genau. Zur Atmung. Okay? Wir atmen sehr oft in die Vorderseite ein. Ja? Von hier. Ich öffne hier, atme ein. Okay? Die meisten machen Brustatmung, Leute, die Bauchatmung haben. Atmen noch hier in den Bauch rein, im Yoga zum Beispiel auch ganz gerne. Die ist dafür da, um maximal Sauerstoff in der Bewegung zu kriegen. Ne? Und noch weiter kann ich hier reinatmen, um die Hüfte zu öffnen. Wieder loslassen. Aber man kann alle anderen Bereiche einatmen. Man kann hier auf eine Seite einatmen, wieder ausatmen, hier einen Rumpfflügel, die kurzen Rippen, aber ebenso natürlich auch den Rücken. Ne? Dass man aufbläht und dann beim Zusammenziehen sozusagen ausatmen. Das heißt, man kann nicht nur vorne reinatmen, sondern auch hinten. Wird aber zu wenig gemacht, ist aber eine sehr heilsame Art der Atmung. Diese Art der Atmung verbinde ich später mit der umgekehrten Bauchatmung. Das bedeutet quasi, dass ich von hier beim Einatmen den Bauch reinziehe, den Rücken aufblähe, Energiekreislauf geht hinten hoch, im Vorderen und beim Ausatmen ist Qi zum Dantian, der Bauch kommt raus beim Ausatmen. Ist aber natürlich zu komplex, um das jetzt hier an dieser Stelle zu üben. Das heißt, für den Anfang reicht es erstmal aus. Wenn ich mich zum Beispiel darauf konzentrieren möchte, dass ich beim Öffnen ausatme, ne? Dass ich von hier reingehe, aufblähe und dann loslasse. Dadurch kann ich ja diese Federkraft wieder verstärken. Ich kann hier aufblähen, einatmen, pap, ausatmen und es verstärken. Wenn ich die andere Richtung erstmal üben möchte, kann ich in die Vorderseite reinatmen, einatmen, ausatmen. Genauso hier ein, aus, okay? Sind eben verschiedene Aspekte. Üblich ist im inneren Kampfkünsten mit dem Energiekreislauf zu atmen, aber auf die Schnelle jetzt möchte ich es nicht so leicht erklären, weil es nicht verantwortungsbewusst wäre. Gut, ich gucke mal, was jetzt noch geschrieben wurde. Ah, okay, wunderbar. Live in Berlin. Du kannst mich gern anschreiben, also wenn du meinen Namen findest, wenn du meinen Namen googelst, dann findest du mich unter taijiberlin.de. Das ist die Webseite von der Berliner Schule zum aktuellsten. Ich habe auch andere Webseiten. Bin auch auf Instagram und auf Facebook sehr, sehr aktiv. Wenn du aus einer anderen Stadt kommst, auch da habe ich, habe viele Verbindungen. Ich gebe auch oft Seminare woanders, beziehungsweise bei genug Interesse komme ich gerne woanders und gebe Unterricht. Ich habe reguläre Kurse und am 20. 21. Das heißt, das ist übernächstes Wochenende, da gebe ich ein Line-Defense-Selbstverteidigungsseminar. Mein eigenes System, ist kein eigener Stil, ist nur meine Didaktik, Leuten schnellstmöglich Selbstverteidigung beizubringen. Und da lernen wir auch sehr viel Federkraft. Das heißt, wir machen da weniger Energiearbeit,
aber auch diese ganze Körpermechanik, diese ganze Federkraft, den Kraftfluss, wie man sich erdet, wie man es benutzt und so weiter, das lernt man natürlich auch. Ansonsten kannst du mich natürlich auch gerne nochmal anschreiben. Wir können uns nochmal schreiben oder telefonieren miteinander und da finden wir bestimmt Wege, wie ich dir Sachen weiter zeigen kann. In Berlin habe ich ja Vormittagskurse, Abendkurse, Taiji, im Chemie, im Bagor, Waffentraining, Scheuer, Chinesischer Ringkampf, Kindertraining und natürlich auch Line Defense, Selbstverteidigung. Ja. Okay, meine. Okay, gut, ich schreibe mal die Webseite in den Chat. Okay. Und die von der Berliner Seite, wie gesagt. Und ansonsten auf Instagram und Facebook findet ihr mich. Bei Facebook habe ich zwei Accounts, einen privaten und einen quasi kommerziellen. Der kommerzielle wurde eingerichtet, als ich Instagram kommerziell gemacht hatte. Da habe ich auch einen Line Defense Account, Instagram at Mario Pestel und bei Facebook einfach Mario Pestel eingeben. Da könnt ihr mich kontaktieren. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, wo ich allerdings ewig nichts mehr hochgeladen habe. Warum? Weil ich ständig mit Unterrichten beschäftigt bin und nicht so viel damit, mich selber abzulichten. Also ich komme selber mal nicht so viel hinterher. Und ich zeige immer ganz gern lieber live den Leuten, bin live gern mit den Leuten, mit euch und arbeite. Das ist natürlich viel, viel interaktiver. Aber Online-Training gebe ich auch sehr gern, sehr gern. Also wie gesagt, ihr seid herzlich willkommen, euch das anzuschauen. Auch in Berlin ist Probetraining gratis. Also könnt ihr euch alles mal anschauen, in Ruhe mein Gefühl kriegen. Ich habe sehr, sehr lange Lehrer-Schüler-Beziehung. Heute ist übrigens 19 Uhr in der Hufnerstraße in Prenzlauer Berg, Line Defense Frauen Selbstverteidigung, 19 bis 20 Uhr. Auch da, wie gesagt, behandeln wir grundlegende Mechanismen der Körpermechanik. Sagt, nee, Selbstverteidigung, Kampf ist nicht ganz sowas für mich. Okay, ich habe auch einen Qigong-Kurs, reine Energiearbeit, aber auch Tai-Chi-Kurse, andere Kurse. Da ist für jeden was dabei. Okay, gut, gibt es weitere Fragen? Link siehst du nicht, hatte ich eigentlich reingeschrieben, aber ist noch nicht angekommen. Ich habe es abgeschickt. Okay. Ansonsten, wie gesagt, gib mal meinen Namen, Mario Pestel, bei Google ein. Da findest du reichlich Sachen von mir. Taiji-Berlin.de, Theodor Anton Ida Julius Ida-Berlin.de findet man. Chen Taiji Berlin, Berliner Schule. Und auf Insta, auf Facebook, bin eigentlich überall vertreten im Netz, und zwar reichlich. Ansonsten einfach nochmal das Team von ExpoLingua einfach nochmal kontaktieren, die Katharina, falls es nicht ankommt, dann geben sie sicherlich gerne noch meine Daten weiter. Habt ihr weitere Fragen zum Tai-Chi-Kampfkunst? Eine neue Nachricht. Ach, Verlosung. Okay. Ah ja, okay, jetzt ist es rausgegangen. Okay, super. Wir haben bis halb, ne? Das heißt, wir haben noch 3 Minuten. Okay, gut. Ich fasse nochmal zusammen, weil es macht mehr Sinn, es zusammenzufassen, als weitere Inhalte zu behandeln. Ihr merkt, das Ganze ist hochgradig komplex. Spannend daran, dass man entdeckt jeden Tag das Leben komplett neu, jede Bewegung neu. Man hört eigentlich nie auf zu lernen und entwickelt sich ständig weiter. Das ist eine unglaublich tolle Geschichte. Man lebt komplett, taucht immer tiefer ein in viele Geheimnisse des Lebens. Das ist eine spannende Reise. Und das Schöne ist, je älter man wird, desto besser wird man. Warum? Man verbindet immer mehr Punkte, öffnet immer mehr Kanäle, löst immer viel mehr Sachen und kriegt daraus eine ganz andere Art von Energie. Und das hat man bei vielen Sportarten oft nicht so, weil es ja keine Sportart, es ist ja eine Lebenskunst. Also, wir haben Öffnen und Schließen. Ne? Wenn ich auf eine Seite öffne, schließe ich die andere und umgedreht aus. Daraus entsteht die Federkraft durch das gerade Aufspannen. Ne? Die entsteht aber natürlich auch durch die Rotation, zum Beispiel durch die Wirbelsäule. Also wenn ich Muskeln, Sehnen, Bänder verdrehe, zack, federe ich wieder zurück. Gleichzeitig habe ich natürlich die Federkraft, auch wenn meine Hüfte nach vorne klappt, ne? Schulter, Hüfte, dann kriege ich auch einen Gegendruck vom Boden wieder in meiner Bewegung. Meine Hüfte so, dann eher nicht, dann kriege ich überall Druck hin, bloß nicht in den gesamten Körper. Das heißt, ich kann das nicht benutzen. Dann haben wir 6 Harmonien, 3 innere, 3 äußere, 3 inneren Harmonien, sehr vereinfacht übersetzt. Herz lenkt den Fokus, lenkt die Intention, Fokus lenkt das Qi, die Energie, und das Qi, die Energie, lenkt die äußere Kraft. Und die 3 äußeren Harmonien, Schulter und Hüfte gehören zusammen, Ellbogen und Knie, Hand und Fuß. Und das gilt nicht nur für Tai-Chi-Chuan, sondern oder für alle anderen im Kampf, sondern fürs Leben schlechthin. Das ist ganz normale Physik und das ist Körpermechanik. Und das könnt ihr auch gerne ausprobieren. Das könnt ihr auch gerne natürlich im Unterricht bei mir weiter vertiefen.
Habt ihr weitere Fragen dazu? Ah ja, und wir hatten dann noch eine Vorübung gemacht mit beiden Händen, heißt Wolkenhände. Ne? Ich wollte es nicht zu kompliziert machen von Anfang. Das heißt, hier drehe ich mich ein, Spiralkraft habe ich dabei auch. Drehe mich hier wieder raus, lösen, hopp, und dann gehe ich hier wieder raus. Ne? Von innen nach außen. Das ist eine sehr, sehr wichtige Wahrnehmung, wo ich viele schöne Sachen wahrnehme. Habt ihr weitere Fragen dazu? Anmerkungen, Kommentare? Keine weiter? Okay. Gut, jetzt haben wir es auch schon halb, wie ich sehe. Ne? Ich gucke mal hier. Gut. Ah, hab Lust bekommen. Wunderbar. Genau so muss es sein. Also so eine Einladung sein für diese Entdeckungsreise. Sehr gern. Die Zeit ist natürlich sehr kurz gewesen. Ich weiß, es ist schnell Durchlauf, absolut. Aber ich möchte euch natürlich viel mitgeben, viele Eindrücke und niemand unterfordern oder langweilen, ebenso wenig wie überfordern. Das ist immer so ein Balanceakt natürlich. Sehr gern. Dann freue ich mich, den einen oder anderen oder die eine oder andere im Training zu sehen, ob online, live, in irgendeiner Stadt, wie auch immer, oder bei mir in Berlin. Dann habt ihr noch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund, bleibt fit. Bis zum nächsten Mal.